Hi zusammen, Ingo hier. Wir haben uns ja schon echt lange nicht mehr gesehen, aber was ist denn hier los? Sieht irgendwie anders aus, oder? Ja, ich habe die Kamera einfach mal umgedreht. Ich habe gedacht, ich brauche mal was Frisches, Neues. Da gucke ich ja immer drauf. Nur ihr seht das nie oder habt das nie gesehen. Jetzt sitze ich hier aus, auch aus einem bestimmten Grund. Da komme ich gleich nochmal zu. Ja, ich habe gerade auch tatsächlich mal auf YouTube geguckt, wann das letzte buchrelevante Thema hier auf diesem BookTube-Kanal lief. Und das ist auch schon tatsächlich jetzt fast ein Jahr her. Da habe ich nämlich Bücher ausgemistet, aber ich habe, also, wann habe ich denn mal ein Buch wirklich vorgestellt? So ein Lesemonat oder so, das ist noch weiter zurück. Momentan steht mir der Kopf überhaupt nicht nach Lesen, weil, also wenn ich dann lese, lese ich nicht aus Spaß, sondern Schulkram. Das wird sich hoffentlich in den nächsten 3 Wochen erledigt haben. Also erstmal, ich bin nämlich gerade kurz vor den Prüfungen und wie gesagt, mein Kopf steckt genau in Schulbüchern und meine Freizeit nutze ich dazu, Schlaf nachzuholen. Also wenn ich nach Hause komme, liege ich da. Und so richtig passiert hier nicht wirklich was. Also ich komme auch nicht zum Lesen. Und dann kann ich auch schlecht, ne, über Bücher reden. Ja, genau aus diesem Grunde habe ich mich auch aus dem Buchnetzwerk herausgenommen. Ich war ja ein Teil des Teams, des Redaktionsteams. Und habe ganz einfach gemerkt, meine Aufmerksamkeit ist einfach nicht da. Und das ist der Grund, warum ich da auch vorerst erstmal Winke, Winke gesagt habe. Lieben Gruß an der Stelle an das Team vom Buchnetzwerk. Ja, das ist so der Grund, ne? Also das war auch alles mit Ansage. Also seitdem ich mich dazu entschlossen habe, vor 2 Jahren, ey, ich mache jetzt diese Umschulung, wusste ich, ich muss hier und da Einschnitte in meinem Alltag ganz einfach machen. In 3 Wochen ist das hoffentlich vorbei. Da ist dann alles geschehen und dann wird sich das Ganze wieder normalisieren. Trotzdem ist was passiert. Also passiert hört sich jetzt hochtrabend an. Wie ihr vielleicht seht, ich sitze vor Schallplatten. Also so Vinyl, ne? So runde Dinger, wenn man die auf den Schallplattenspieler legt, kommt da Musik raus. Faszinierend. Und ich habe ja in den letzten Videos hin und wieder auch mal Schallplatten gezeigt, wie ich eingekauft habe, wie ich was sauber gemacht habe, so, ne, so hin und her. Und ursprünglich war der Kanal Senf dazu ja auch gedacht, also deshalb auch der Titel, ne, dass ich meinen Senf zu allem möglichen Kram dazugebe, es sollte nicht nur rein um Bücher gehen. Deshalb sind da diese Themenbereiche halt auch reingeflossen. Die Konzertreviews, wenn man es dann so nennen will, die da stattgefunden haben, meine Spaziergänge und so weiter und so fort. Dass hier alles auf dem Kanal stattfindet. Ich habe dann aber irgendwann gedacht, es gibt die German Vinyl Community. Also was ähnliches wie BookTube, nur halt mit Schallplatten. Und ja. Ne? Also, wenn ich einen BookTube-Kanal habe und über Bücher spreche, kann ich auch über meine andere Leidenschaft, über Schallplatten sprechen und dementsprechend dann halt auch ein Hashtag, nicht BookTube, sondern German Vinyl Community da fortleben. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe einen neuen Kanal eröffnet. Einen zusätzlichen Kanal, muss ich dazu sagen. Und ich habe absichtlich hier und auf Instagram, so sollte es eigentlich sein, keine Promotion dazu gemacht. Hey, ich habe einen neuen Kanal, kommt doch mal rüber. Genau das wollte ich halt nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich euch nicht dabei haben will. Nein, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde mir wünschen, dass ihr vielleicht nach und nach dazu kommt, wenn euch das Thema interessiert. Der wichtigste Grund, warum ich nichts gesagt habe, liegt an YouTube. Ganz einfach dumm an YouTube, weil der Algorithmus dann auf einmal durcheinander gekommen wird, wenn Leute, die eigentlich nur lesen
Und Duftkerzen und so. Dann auf einmal irgendwas mit Schallplatten zu tun haben. Das rafft YouTube nicht. Und deshalb habe ich einen separaten Kanal gemacht. Habe den nicht promotet. Ich habe erst überlegt, ich mache irgendwie eine separate Playlist, irgendwie, wo es so um Musik und sowas geht. So wie der ursprüngliche Gedanke war. Habe das aber dann gelassen und habe einen zweiten Kanal gemacht. Und dieser zweite Kanal, ich kann ihn gerne verlinken, der läuft jetzt gerade so an. Mir macht es total Spaß. Und ich sage hier mit erhobenem Zeigefinger, ich werde da nicht verschwinden. Also ich bleibe schon hier. Ne? Wenn ich wieder die Zeit habe, Bücher zu lesen und auch wieder Spaß dran habe, werde ich auch wieder über Bücher reden. Spannend wird es dann, wenn ich Bücher über Musiker dann halt lese und drüber sprechen möchte. Biografien. Jetzt im Juli, glaube ich, kommt von Ernie vom Krachmucker TV ein Buch raus und über das will ich reden. Also das ist, ich weiß noch nicht, wo ich das dann halt machen werde. Da darf man gespannt sein. Vielleicht splitte ich das irgendwie, weil ich glaube nicht, dass das Thema, weil es da dann tatsächlich um Musik und um Metal und sowas geht, hier irgendwie Anklang findet. Überlege ich mir noch. Aber es wird auch sogenannte Crossovers sehr wahrscheinlich dann in der Zukunft geben. Also keine Angst, ich werde auch weiterlesen und Lesen wird mich immer begleiten und immer eine Rolle spielen. Übrigens, mein E-Book-Reader ist kaputt. Kommt dazu. Da will ich dann mal lesen und was ist? Nee, der USB-Port an meinem Tolino ist defekt und dann muss ich mal das irgendwo mal einschicken, weil eigentlich habe ich keine Lust, mir einen neuen zu kaufen. Aber mal gucken. Also auch, ne, jetzt bin ich umgestiegen auf E-Books und dann passiert sowas. Ich meine, ich habe ja tatsächlich Bücher hier. Ich habe eine Lesebrille auf. Ich könnte ja dann auch mal wieder. Ne? Ja. An dieser Stelle soll das jetzt hier an dieser Stelle erstmal für heute reichen. Ich bin nicht weg. Keine Panik. Keine Panik. Und ich werde mich in Zukunft dann auch wieder ein bisschen reger an BookTube beteiligen. Darauf freue ich mich. Ich werde mich hier nicht auf ein Datum festlegen. Aber trotzdem, wir sehen uns hier in Bälde wieder. Das nächste Video, was hier stattfinden wird, wird sehr wahrscheinlich mein Abschluss mit Prüfungsergebnissen und sowas und wie ich meinen Ausbildungs-Umschulungsbetrieb winke, winke sagen werde, so ein Resümee. Das wird es geben als nächstes, denke ich, hier. Und dann sind wir mal gespannt. Ich glaube, ich bin am Ende, mir fällt nichts mehr ein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Ich bedanke mich für die Leute, die mir jetzt auch schon gefolgt sind auf dem Kanal Hömmer. Und also Ruhrgebiet, Hömmer und Musik hören, Hömmer bot sich irgendwie dann halt an. Und siehe da, den Namen gab es tatsächlich noch nicht. Ganz anders als auf Instagram, aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt genug gebabbelt. Ich bedanke mich, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.